Nicht noch mehr Fußverletzte. Ja, manchmal ist es. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wissen, die Berufsausbildung ist im Wandel der Zeit. Neue und alte Herausforderungen müssen gemeistert werden. Frau Oldenburg hat sicherlich schon einiges dazu gesagt. Und ich will zu Beginn sagen, es dient ja alles dazu, dass die duale Ausbildung, und das ist sie ja nach wie vor, auch ein Erfolgsmodell ist. Egal, wo man in Europa hinkommt, in viele andere europäische Länder, ob nach England oder Frankreich, beneidet man uns ja ein Stück weit um dieses System der dualen Ausbildung und hat es ja zu Teilen auch schon kopiert. Und es ist sicherlich auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir hier die Probleme, die es ja seit langem gibt und die auch neu auf uns zukommen, dass wir sie bewältigen, damit wir auch, und das ist, denke ich, das Wichtige, den Fachkräftemangel, den wir auch mehr und mehr jeden Tag bei uns vor Ort in den Betrieben und so erleben, dass wir den gemeistert bekommen. Es gibt, und man kann das natürlich so machen, ich habe ein Stück weit Verständnis für Sie, Frau Oldenburg, dass man auch ein Stück weit den schwarzen Peter an die Wand malt. Es gibt sicherlich, man kann über das Lehrerpersonalkonzept auch im beruflichen Bereich sehr viel nachdenken. War das damals das richtige Modell? Ich glaube, aus heutiger Sicht, es war das richtige Modell, um auch in damaliger Zeit Massenentlassungen zu vermeiden, um den sozialen Frieden auch an den Berufsschulen zu erhalten. Das hat sich, glaube ich, bewährt. Nichtsdestotrotz müssen wir vor den Problemen, die es dort gibt, die Augen nicht verschließen. Wir sind quasi von einem Lehrerüberhang, den es ja vor 10 Jahren, den es ja wirklich geht, kommen wir mehr und mehr dazu, dass wir eigentlich einen Lehrermangel, wir haben ihn ja in vielen Bereichen der Berufsschulfächer auch heute schon, wir haben auch viele andere Probleme. Der Unterrichtsausfall ist sicherlich zum einen ein Thema, auch schon benannt worden. Wir haben die hohe Belastung der Lehrkräfte, das ist sicherlich auch im Berufsschulbereich ein ganz evidentes Problem. Und wir haben natürlich, und das ist ja ist der Berufsschulbereich keine Ausnahme, auch hier ein Nachwuchsmangel. Es gibt aus meiner Sicht hier aber keine Lösung im Hauruck-Verfahren, sondern wir müssen hier sehr sorgfältig die Analyse betreiben. Und das tun wir ja auch. Wir haben in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel mit der Lehrerbedarfsplanung damit angefangen. Wir haben auch in der letzten Legislaturperiode darauf schon reagiert. Ich nenne hier das 10-Millionen-Programm oder ich nenne auch die Wiedereinführung der Berufsausbildung, der Berufsschullehrerausbildung. Auch das war sicherlich rückblickend vielleicht nicht die kreativste Maßnahme, die wir da gemacht haben. Wir haben damit wieder begonnen und das ist sicherlich auch ein wichtiger Weg. Und es geht weiter. Minister Brotkopp, Sie haben es ja erwähnt, hat in der großen Verhandlungsrunde den Gewerkschaften im Januar, glaube ich, war es, ein Angebot gemacht, wie man vielleicht dazu kommt, dass die Vollbeschäftigung auch schon vor 2017 begonnen werden kann und wir wieder dahin zurückkehren können. Sie haben recht, diese Verhandlungsrunde konnte sich zunächst nicht einigen. Ich gehe aber davon aus, dass man nach einer angemessenen Pause wieder zusammenfindet und dass es hier zu neuen und auch zu einer vernünftigen Lösung kommen wird. Wir haben dann bei uns im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir die Attraktivität des Lehrerberufs weiter steigern wollen und hierfür bereits auch eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie haben das, denke ich, alle mitbekommen. Was ist nun im Berufsschulbereich wichtig? Ich glaube, es ist klar, wir müssen mehr junge Lehrkräfte ausbilden. Wir müssen deutlich attraktiver für Seiteneinsteiger werden und auch deutlich attraktiver für Lehrer aus anderen Bundesländern. Und wir müssen natürlich auch die Belastung für die bereits tätigen Lehrkräfte deutlich reduzieren. Und wenn ich das sagen darf für die CDU, wir sind auch der Meinung, das gilt hier dann natürlich auch, dass wir ganz ernsthaft und ziemlich schnell zu einer Verbeamtung der Lehrer und Lehrerinnen kommen müssen. Und das sicherlich gilt dann auch im Berufsschulbereich. Und ich glaube, wenn wir es gemeinsam schaffen, diese Maßnahmen jetzt vernünftig zu planen und auch in dieser Legislaturperiode umzusetzen, dann kommen wir hier der Lösung des Problems an den Berufsschulen ein Stück weiter und können auch dafür sorgen, dass der Unterricht, dass auch die Ausbildung so attraktiv bleibt, wie sie ist und wie uns viele europäische Nachbarn beneiden und können auch bei uns im Bundesland dafür sorgen, dass der Fachkräftemangel ein Stück weit beseitigt wird. Und ich glaube, lade Sie dazu gerne ein, uns auf diesem Weg zu begleiten. Sie sehen aber, dass wir bereits auf dem Weg sind und deshalb bedarf es aus unserer Sicht Ihres Antrages heute nicht. Und deshalb werden wir ihn ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Reinhardt.